So, weiter geht es in der National B-Lizenz in dem Neulingspokal Rennen 2 mit dem hässlichen Wagen, bei dem ich, wie heißt er noch? Keine Ahnung. Vergesse ich immer wieder. Ist doch egal, wie der heißt. Fit! Fit RS. Immer noch der Scheißwagen, ey. Ich hätte mir echt einfach sofort einen richtig guten Wagen kaufen sollen. Ne? Hätte ich irgendwie mehr Spaß gehabt, vielleicht sogar. Ist ja nicht so, dass ich keinen Spaß hätte, aber es lässt sich doch steigern. Man einfach weiß, dass man was Schönes fährt und nicht so einen seltsamen Honda Fit, der hässlich ist. Silverstone. Aber ich werde ja jetzt sowieso demnächst, früher oder später, mir einen neuen da kaufen müssen, weil ich glaube nicht, dass ich hier die ganze National B-Lizenz mit dem Wagen schaffe. Muss ich gleich mal gucken, was da so noch an Anforderungen kommt, leistungstechnisch und so weiter. Dann kaufe ich mir nämlich gleich dafür den idealen Wagen. Das ist eine gute Idee, das mache ich sofort. Oder mache ich erstmal hier die beiden Rennen noch? Erstmal die beiden Rennen und dann mache ich das sofort. Quasi. Ich muss mal mein Handy aufheben. Ah, fuck. Fällt mir das auch einfach oben? Jetzt steht es auf dem Sofa, was auch nicht gerade Sinn macht, weil da fällt es wahrscheinlich auch um, sobald ich meinen fetten Arsch bewege. Aber was sonst? So, Silverstone. Oh Gott! Nicht wieder umfallen. Alter, warum ist ein Silverstone so mega eng? Einfach nur. Passen ja kaum zwei Wagen nebeneinander. Gott, ich sehe die Kurve gar nicht. Da ist sie, da ist sie! Oh Gott! So schnell kam ich mir jetzt aber gar nicht vor. Das ist aber komisch gewesen. Alter. Die Strecke ist voll behindert, ey. Wie hörst du? Ich hätte auch einfach abkürzen können, glaube ich. Oh, ich mache hier mal Fairplay. Ich mache das noch, ich mache das noch. Muss mich hier gerade irgendwie konzentrieren, weil die Strecke kenne ich mal so gar nicht. Da kann ich dann einfach nicht so blind links fahren. Sondern hier zum Beispiel den Bremspunkt erstmal finden, das ist nicht so leicht. Oh, geil genommen die Kurve. Die Kurve habe ich nicht so geil genommen. Hat keiner gesehen. Kommt zu Papa. Kommt zu Papa. Alter, der will's wissen. Oh, Scheiße, die Kurve habe ich ganz vergessen. Das heißt vergessen, ich war einfach nur zu unaufmerksam. God damn it. Bin ich froh, wenn ich mir ein Auto kaufen kann. Oh Gott, wo kommt die Kurve? Da! Hat nicht so gut geklappt wie eben. Da wollte ich zu viel. Die Strecke ist so eng! Es ist ja schon ein kleines Auto. Wie soll das erstmal sein, wenn man hier mit so einem dicken Rennwagen rüberfährt, Mann? Man hat ja null Platz. Außerdem ist es total behindert, dass es überhaupt gar keine Barrikaden gibt und so weiter, weil man sieht die Strecke ja kaum. Ja, schwing deine Flagge, ey. Da steht sogar einer, der die Schwagge. Der die Schwagge schwingt. Der die Flagge schwingt. Finde ich ganz geil.
Musik, die behindert ist. Wow, 6300, ey. I'm a fucking Millionär. Weg hier. War da jetzt noch ein Rennen? Ja. Was kaufe ich mir denn dann? Ich bin schon die ganze Zeit schwer am Überlegen, was ich mir dann noch kaufe. Da gibt's eindeutig zu große Auswahl. Irgendwas Geiles auf jeden Fall. Ich möchte gerne wissen, was die anderen Rennen für Anforderungen haben. Die können doch nicht alle nur auf 450 Leistungspunkte basieren. Das wäre schade. Da muss ich ein Auto kaufen, was jetzt 450 hat und getuned. So viel, wie ich am Ende brauche. Alter, warum stoße ich jetzt wieder so behindert auf, ey? Meine Fresse. Lee! G. Lee, Alter. Bester Mann. Hast du die kurze Strecke? Finde ich gut. Bei Nacht. Mal sehen, wie das jetzt wieder aussieht. Mit den ganzen beleuchteten Häusern und so weiter. Ein Quattro fährt hier mit. Habe ich da gerade irgendwie nochmal erhascht, den Blick. Der alte? Sieht auch nicht so spektakulär aus, aber gut. Die Strecke gibt's aber echt schon seit 1000 Jahren, ey. Diese Kurve ist immer wieder cool. Oh Gott! Alter! Junge! Auf dem Halblang. Wieso müssen die denn auch alle noch schwarze Autos fahren, ey? Das ist ja voll unpraktisch. Alter! Fahren nicht alle schwarze Autos, was soll denn das? Oh ne, da hinten ist weiß. Aua! Bin ich auf den Weg gefahren oder hat er mich gerade gerammt? Ich möchte mal Vollgas geben, ne? Aber dann fahre ich nachher in die Wand und dann hänge ich da wie so ein Spacken. Ist Fernlicht noch auf R1? Ne. Geht denn das jetzt? Ah, hier. Abblendlicht, Fernlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Muss ja voll verscheißen. Oh, ich bin ein bisschen abgeschossen. Muss ja voll scheißen sein für den vor mir, wenn ich den damit Fernlicht quasi in seinen Rückspiegel reinblende, ey. Richtig übel. Eigentlich müsste man hier immer mit Abblendlicht fahren. Komisch. Ach, da unten gibt es noch so eine kleine Ölwechsellampe. Was ist das andere? Handbremse oder was? Ich glaube, das ist die Handbremse. Dann noch irgend so ein Anti-Rutsch. ABS vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich hab's noch nicht aufblinken sehen. Ich würde gerne mal die Handbremse ziehen, um das auszuprobieren, aber nachher verliere ich dann. Ich fand ja sogar 3 Runden, alter Schwede. G. Lee ist auf dem 4. Platz, ey. Kommt einfach nicht ran. Der alte G. Das war zu viel. Juhu. Juhu. Alter. Otuka. Die war echt behinderte Namen, meine Fresse. Komm, jetzt mach ich hier fertig, damit ich mir einen neuen Wagen kaufen kann. Beziehungsweise mir eine Viertelstunde lang einen neuen Wagen aussuchen kann. Muss ich ja ganz, ganz genau gucken, ey. Darf kein Fehlkauf getätigt werden.
könnte ich mir ja nie verzeihen. Und gewonnen. Wo ist der Flankenschwinger? Der hat gefehlt. Finde ich nicht okay. Lass mal einen Schluck trinken. Boah. Extra Tee gemacht. Um die Stimmbänder zu ölen. Zu der kalten Weihnachtszeit, die wir jetzt so langsam haben, macht das auch Sinn. Quattro 82. Das war echt der alte. Habe ich gar nicht gesehen. Bin ich wieder blindlings dran vorbeigefahren. Wieso? Spasti. So, jetzt schauen wir mal, was wir so einkaufen. Missionsrennen sind jetzt verfügbar. Was sind denn Missionsrennen? Boah, aufregende Rennen. Was? Situation, genau. Aha. Missionsrennen. Und was ist da jetzt so die Mission hinter? Hier kann man auf jeden Fall mit dem GTR fahren, oder was? Ja, Black Edition sogar. Eine Runde Silverstone Grand Prix. Ach komm, mach ich mal. Scheiße, ich wollte eigentlich ein Auto kaufen, aber na. Drauf geschissen. Jetzt kommt das. Hat der GTR mich wieder verführt, wa? Verdammt. Auf Zeit? Ist ja langweilig. Oder fahren da auch noch andere mit? Da krieg ich nur 2000 für, das ist aber ziemlich wenig. Ist echt übel, die Strecke, ey. Hoffentlich ist jetzt nicht wieder so eng. Aber das da vorne sieht schon mal nicht eng aus. Alter, was lädt er denn jetzt? Danke. Danke, Anke. Und zurück zu Luke. Lass mich raten, ich muss den da überholen. Alter. 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 Ich glaube, ich muss einen GTR kaufen. Das ist ja mal... Das ist ja mal... Oh. Das ist ja mal scheiße. Aber hallo, der geht ja mal richtig ab. Wie nice. Da bin ich jetzt aber überrascht. Wie hart der am Gas hängt, Alter. Der Sound kann auch einiges. Alter! Oh, das ist doch nicht wahr! Wie krass muss ich denn da die... Ach, scheiße, jetzt habe ich das weggedrückt. So soll das bestimmt nochmal laden dann, ne? Schmeiße mich jetzt ganz raus. Erneut versuchen. Ach komm, einmal versuche ich es noch. Neuladen? Nicht neuladen? Nicht neuladen, sehr gut. Alter, wie nice der Wagen ist. Ja, beim anderen Spiel immer langweilig, sag ich mal. So wie fast jeder Wagen. Hier merkt man richtig so, dass der kurz vor dem Punkt ist, quasi mit den Reifen durchzudrehen. Aber nur kurz davor. Also hat er einfach massiv Grip, aber zieht voll nach vorne und irgendwie fühlt sich das sehr gut an. Sehr, sehr richtig. Also man denkt, man ist gar nicht so schnell, aber man ist ganz schön schnell. Warte, ich darf auch nicht in den Rhein fahren, ne? Das gefällt ihm bestimmt gar nicht. So, jetzt muss ich innen dran vorbei. Oh! Gut, das war knapp.
sag's ey. Er fährt gleich in mich rein und dann bin ich disqualifiziert oder so eine Scheiße. Sieh das schon kommen. Alter, der hängt mir aber echt am Arsch. Aha, ich hab den Bremspunkt bei ihm abgeguckt. Nein! Junge, gib's nicht. Gib es nicht. Hier, gib es nicht vorbei. Oh, scheiße. Ich kenn die Strecke nicht! Oh, Gott! Ach, verdammt, ey. Ach, komm, scheiß drauf. Nicht nochmal. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ein GTR sich auf jeden Fall lohnt. Aber hallo. Der ist ungetuned gewesen. Macht so schon so einen Spaß. Gut, getuned ist ja wahrscheinlich wieder unkontrollierbar. Ah, wie geil, ey. Wie geil. Feier ich ja schon ein bisschen so. Was brauche ich denn hier unten? GT Kleinwagenmeisterschaft. Muss jetzt erstmal so ein bisschen abchecken, was ich brauche. Ugh. 450 oder weniger. Ja, war zu erwarten. Was ist das hier? Klassische Sportwagen? FH und FR? Ja. Hm, scheiße, das sind wieder so verschiedene Klassen. Vom Antrieb her. Was ist hier so die Anforderung? 550 sogar. FR oder FR? Ich könnte mir so einen FR, also das ist glaube ich Heckantrieb, ne? Heckantriebwagen holen und hier dann die Rennen fahren. Ha. Ist jetzt gar nicht mal so leicht. Ach, der empfiehlt mir ja quasi. Ich kann jetzt bei empfohlenen Autos ja gucken. Was ist denn jetzt los? Okay. Sie haben einen Brief von Lord Marsh erhalten. Bla bla, Goodwill-Fest eingeladen. Bla bla, Gelegenheit, um einige der absoluten Klassiker des Motorsports auszuprobieren. Das klingt verdammt gut. Okay, das gibt's dann in der nächsten Folge. Und ich mache jetzt hier Schluss.